Hi Leute, ich bin Mika Setzer, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Darmstadt und bin Singer-Songwriter. Genau das habe ich gerade auch eben bei der SEA Sounds Mittagspause gemacht. Ich habe gesungen, ich habe Gitarre gespielt, ich habe ein paar Fragen beantwortet und hoffentlich gute Laune verbreitet. I wanna taste it all. I don't wanna be a passenger. I don't wanna be. I don't wanna be a passenger. Ich habe die Gitarre nicht immer nur auf der Bühne oder im Livestream dabei, sondern ich habe sie immer dabei. Auch wenn es kein Internet gibt und keine Bühne für mich. Hier ist die Gitarre drauf. Und zwar ist das die Gitarre, mit der ich so meine ersten richtigen Gigs gespielt habe. Und ich dachte mir, das ist auf jeden Fall was, was ich immer mit mir tragen will und an was ich mich immer erinnern will. Ich wusste schon sehr, sehr früh, dass ich Musiker werden will. Und das war irgendwie deshalb so, weil ich einfach gemerkt habe, dass es nichts gibt, was mir mehr Spaß macht und was ich länger und ausdauernder machen kann als Gitarre spielen und singen. Da ist mir dann irgendwann klar geworden, hey, das, was mir am meisten Spaß macht, sollte doch auch irgendwann mal mein Beruf sein und damit sollte ich doch mein Leben lang auch irgendwie über die Runden kommen können, oder? Das war so meine Frage an mich selbst und dann habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus und deshalb bin ich jetzt Musiker geworden. Ich habe mit YouTube angefangen, weil ich damals einfach mal Lust hatte zu sehen, was Leute zu meiner Stimme und zu meinem Gesangstalent sagen, die mich nicht kennen. Und ich habe lange überlegt, ob ich es wirklich machen soll oder nicht, ob ich mich den Schritt traue, aber ich habe es dann einfach am Ende gemacht und habe mir gedacht, naja, wenn die Leute jetzt sagen, du singst Kacke, dann arbeitest du halt weiter dran und verbesserst dich, ganz einfach. Und das erste Video, was ich bei YouTube hochgestellt habe, das war So Sick von Neo. Da war ich vielleicht 13, 14 oder so. Also der Songwriting-Prozess an sich bei mir ist auch meist sehr spontan. Also alle Ideen, die ich sammle, die sind super spontan. Die kommen einfach aus einer Lebenssituation oder aus irgendeiner Situation, die man gerade erlebt. Ich schnapp mir dann sofort mein Handy, schreibe die Situation auf, schreibe mir vielleicht auch schon eine Zeile dazu auf. Und manchmal lege ich dann auch direkt los, versuche die Gitarre in die Hand zu nehmen, eine kleine Melodie zu finden, auf die ich dann was schreibe. I knew someday I'd hear the news you found someone. And even though I hope that day will never come, I'm happy for ya, happy for ya. Hope he's everything you've ever dreamed. I'm happy for ya, happy for ya, but I'm sad for me. Die Geschichte hinter Happy For Ya ist tatsächlich die Geschichte meiner ersten Beziehung, meiner ersten großen Liebe und natürlich auch meiner ersten Trennung. Wir haben uns getrennt und dann war auch alles cool. Man kommt dann so langsam drüber weg, Monat für Monat vergeht und man denkt, man ist total cool mit der ganzen Geschichte jetzt. Ja, und dann hatte sie aber ein Dreivierteljahr später ungefähr einen neuen. Und dann kam das alles nochmal zurück, als ich diese Info bekommen habe. Also ich war so richtig so, da kam ich nochmal voll in den Herzschmerz rein und ich war richtig traurig einfach auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite habe ich mich mega für sie gefreut und deswegen auch der Song I'm happy for ya, but I'm sad for me. Also die ersten Vorbilder, die ich musikalisch hatte, würde ich sagen, als ich noch ganz klein war, auf jeden Fall Bon Jovi, fand ich ultra geil, war auch tatsächlich meine erste CD, die ich mir von meinem ersten eigenen Taschengeld gekauft habe. Das war Have a Nice Day und da bin ich immer durch mein Zimmer gerockt wie ein Blöder und habe die Mucke aufgedreht und habe Bon Jovi gepumpt. Das war schon auf jeden Fall, muss ich sagen, sehr, sehr geil. Und dann später hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass es so ein bisschen mehr in die Pop-Richtung, Singer-Songwriter-Richtung ging und dann waren meine Vorbilder direkt Ed Sheeran und James Arthur. Hard times and I think we can bear it. I spend a million on you just to see what you're wearing. I spent my last money at you cause sharing is caring. You know you're the one I wanna play with and I'm like, ooh, you got me shook, shook, shook. Shook, shook, shook. Yeah, I'm like, ooh, 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 oh. Der oder die spannendsten Auftritte meines Lebens, es waren tatsächlich mehrere, würde ich sagen, waren auf jeden Fall letzten Winter die Tour mit alle Farben. Das war richtig fett. Also da sind wir wirklich in 5 Städte gereist und haben dann da in Hallen gespielt. Das war für mich so das erste Mal Tour live, das erste Mal im Nightliner. Und das war super spannend für mich einfach. Und dieses Crew live wirklich eine ganze Woche zu haben, war super cool.
Das war echt spannend für mich und ein weiteres Highlight, würde ich sagen, war auf jeden Fall mein Auftritt bei der 50 Jahre Jubiläumsfeier von der Mondlandung. Und zwar in Orlando am John F. Kennedy Space Center in Florida. Das war heftig. Vor allem war das krass, weil du wirklich in diesem Space Center, in diesem riesigen Hangar, haben die eine Bühne aufgebaut, die direkt unterhalb von der Apollo 11 waren, also die Rakete, die eben auf den Mond geflogen ist oder das, was davon noch übrig ist. Plus, im Publikum saßen Leute wie George Clooney und dann kommt also der kleine Darmstädter Hosenscheißer und stellt sich da auf die Bühne und macht Mucke. Das war schon aufregend, würde ich sagen.